Alles raus, schnell! Hier ist eine Bombe, hier geht gleich hin! Was ist denn das? Hey, Sie bleiben mal ganz schön da. Los, ey. Hey, was ist mit Ihnen? Ich hab jetzt langsam genug. Jetzt machen Sie mal den Mund auf. Sie wissen doch genau, wer die maskierten Männer sind, die den Staatsrat Lukas entführt haben. Ich weiß von gar nichts. Ich hab doch gehört, wie Sie einen der Männer geduzt und beim Vornamen genannt haben. Und Sie haben ihn gewarnt. Sie haben gerufen, Thorsten, Achtung. Sie müssen sich verhört haben. Ich weiß genau, was ich gehört habe. Ja, und ich lasse mich von Ihnen nicht für dumm verkaufen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Es geht um die Entführung von Staatsanwalt Lukas. Ich habe was gesehen, was vielleicht wichtig ist. Okay. Dann folgen Sie mir doch bitte gleich. Wenn Sie was wissen, und meinem Kollegen Staatsanwalt Lukas passiert irgendetwas, Sie machen sich mitschuldig. Wollen Sie das wirklich riskieren? Wer sind die Männer und wo ist Staatsanwalt Lukas? Mann, ich habe keine Ahnung. Steckt Rudi Schelling dahinter? Jetzt reden Sie endlich! Entschuldigen Sie bitte, dass ich störe, aber bei uns hat sich jemand eine Zeugin gemeldet und was die zu sagen hat, wird Sie sicherlich interessieren. Sie bleiben da. Hallo, Sie wissen was über die Entführung von Staatsanwalt Lukas? Also nicht direkt, aber der Typ, der den entführt hat, ich habe den schon mal gesehen. Kennen Sie den Mann? Nein, aber ich habe gesehen, dass er ein Auto repariert hat. Das war im Hinterhof von Crazy Chicks Bordell. Wann war das? Das war an dem Wochenende, bevor ich angeschossen wurde, am Samstag. Am Samstag? Ja. Am Samstag ist genau der Tag, an dem dort das Auto von meinem Kollegen in die Luft gejagt wurde. Was war das für ein Auto? Ich kenne mich mit Autos echt nicht gut aus. Ich kann Ihnen keine Marke nennen, aber das war ein großes Auto. Dunkelblau und mit hellen Ledersitzen. Die waren beige. Von der Beschreibung her könnte es auf Fahrzeug von Staatsanwalt Lukas passen. Und genau an dem Tag ist das Fahrzeug dort im Hinterhof völlig zerstört worden beim Bombenanschlag. Mein Gott, das wusste ich gar nicht. Was, das wussten Sie nicht? Nein. Das ging doch überall groß durch die Presse. Ja, ich komme aber im Moment nicht zum Zeitunglesen, nicht zum Fernsehgucken. Ich bin nur am Arbeiten. Aber was ist denn da passiert? Mein Kollege Lukas hat dort in dem Bordell eine Razzia durchgeführt. Als er hingefahren ist, stieg er mit der Akte aus. Es fiel ein Zettel auf den Boden. Den hat der Wind weggeweht. Er ist dem Zettel nachgelaufen und als er sich bücken wollte, um ihn aufzuheben, knallt's hinten und sein Auto ist in die Luft gejagt worden. Und Sie meinen, dass der Mann, den ich gesehen habe, dass der gerade dabei war, die Bombe ans Auto zu machen? Das könnte gut sein. Sagen, was haben Sie eigentlich da an diesem Bordell zu suchen gehabt? Das Bordell ist Kunde von der Wäscherei, bei der ich arbeite. Ich hatte gerade die Wäsche abgeholt. Und wieso sind Sie sich so sicher, dass der Mann, den Sie da am Auto gesehen haben, dass das derselbe Mann ist, der heute der Entführer war? Entschuldigung, der Entführer, der war doch vermummt. Nein, ich habe den erkannt. Haben Sie die Augen von dem Typen gesehen? Diese stechend blauen Augen? Die vergisst man nicht. Und außerdem hat er diese Tätowierung gehabt. Ist Game Over auf den Fingern. Und Sie waren nah genug bei diesem Mann, der an dem Auto hantiert hat, dort, dass Sie das erkennen konnten? Ja, ich bin fast über ihn gefallen. Ich habe einen Riesenberg von Wäsche gehabt und ich habe ihn nicht gesehen. Er hockte da, ich bin fast vor ihn gelaufen, er hat mich angeguckt mit diesem Blick, der war so eiskalt. Da wusste ich gleich, was das für ein Typ ist. Was haben Sie mit mir vor? Was haben Sie mit mir vor? Oh, kannst du dir wohl denken, oder? Überleben würdest du das hier nicht? Sonst hätte ich meine Maske nicht abgenommen, oder? Das bringt doch alles nichts. Das bringt doch nichts. Das bringt doch gar nichts. Das bringt doch nichts. Dein Rumgejammer bringt hier nichts. Für wen arbeiten Sie? Für Rudi Schelling, hab ich recht? Sie arbeiten für Rudi Schelling. Hab ich recht? Das siehst du alles gleich. Ich will wissen, für wen Sie arbeiten. Langweil Sie arbeiten für mich nicht! Und halt deine Fresse! Ich will wissen, für wen Sie arbeiten! Wir will nicht messen! Ich hoffe ja so, dass wir arbeiten. Das ist der einzige Anknüpfungspunkt. Wir haben sonst nichts. Absolutes. Ziemlich Hoffnung im Moment. Aber vielleicht wird sie finden. Er war's. Der hier. Aha. Und da sind Sie sich auch ganz sicher? Ja. Thorsten Maywald,
Wir haben den Mann schon ein paar Mal festgenommen. Er gehört zum Kreis des Kiezpaten Rudi Schelling. Ach. Und Rudi Schelling ist garantiert derjenige, der meinen Kollegen seit Wochen die Hölle auf Erden bereitet. Da bin ich mal gespannt, was unser Herr Benjamin Graf dazu zu sagen hat. Was ist, wenn die Sache mit meinem Mordanschlag auch damit zusammenhängt? Vielleicht ist mein Mann doch unschuldig. Hoffentlich. Können Sie das Foto mal ausdrucken, bitte? Ja, klar. Ich weiß jetzt, wer der Entführer ist. Thorsten Maywald. Aber den kennen Sie ja schon. Den haben Sie ja während der Entführung Thorsten genannt. Aber wisst ihr was? Wir fahnden bereits nach ihm. Gott, den machen mich alle. Mann, die werden denken, ich hätte sie verpfiffen. Die machen mich kalt. Bitte, Sie müssen mir helfen. Bitte. Wenn Sie mir helfen, dann kann ich vielleicht drüber nachdenken. Aber es muss schnell gehen. Es geht um Leben und Tod. Also, wo ist Staatsanwalt Lukas? Er ist in Lebensgefahr. Der Staatsanwalt. Ne, Meise? Hab ich doch gesagt. Man sieht sich immer zweimal im Leben. So, meine Herren, die befinden sich in der Halle hinter dem nächsten Tor. Ich würde sagen, auf geht's. Nicht den falschen Helden spielen, jetzt lassen wir erstmal das SEK vor, ja? Ich bin ja mal gespannt, ob es aus dem rechten Ohr genauso blutet wie aus dem linken, wenn du da rein hast. Ja, blutet bestimmt. Viel, ganz toll blutet. Wollen wir hören, was er dazu sagt? Herr Schelling, hören Sie mir zu. Das bringt doch alles nichts. Noch können Sie mit dem Unsinn aufhören. Noch können Sie aufhören. Und das haben Sie sich so gedacht, ja? Wenn Sie mich jetzt töten, haben Sie einen Mord auf dem Gewissen. Wollen Sie das? Wollen Sie das, ja? Wollen Sie den Rest Ihres Lebens hinter Gitter verbringen? Wollen Sie das? Ganz schlechtes Timing. Komm mir hier nicht mehr in den Knast. Ja? Da reagiere ich sehr allergisch auf. Deinetwegen habe ich 5 Jahre abgerissen. 5 Jahre. Alles gut. Alles in Ordnung. Alles klar. Das war die berühmte Rettung in letzter Sekunde. Danke. Ein bisschen später, das wär's für mich gewesen. Zuallererst mal der Hinweis, dass sich bei dem Bombenalarm vor 3 Tagen um einen Fehlalarm gehandelt hat. Das heißt, es muss niemand hier heute Angst haben. Können alle erst mal durchatmen. Und bevor wir mit der Verhandlung fortfahren, Herr Staatsanwalt, wie geht's Ihnen denn? Danke der Nachfrage. Mir geht's deutlich besser. Aber ich bin doch erstaunt, wie lange es dauert, sich von diesem Schock zu erholen. Ich bin jetzt einfach mal froh, dass die Männer in Haft sitzen und jetzt wieder ein bisschen Ruhe in mein Leben einkehrt. Gut, danke. Das freut mich doch sehr. Und Ihre Familie, wie geht's denen denn? Die sind ja zum Glück wieder zu Hause. Ja. Da sind wir alle froh drüber. Wir haben die Schlösser jetzt trotzdem mal auswechseln lassen, weil das geht allen von uns so. Der Schreck ist, wir erschrecken uns eigentlich immer noch ständig. Und ich hoffe einfach mal und bin mir sicher, dass die Zeit da doch einiges bewirken wird. Ja, ganz bestimmt. Hoffe ich doch mal für Sie und Ihre ganze Familie. Dann ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung gegen Sascha Hartmann wird fortgesetzt. Und dann vernehmen wir als erstes mal den Mann, der Sie vor 3 Tagen so schwer belastet hat. Benjamin Graf, bitte. Guten Tag, Herr Graf. Hallo.
So, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie jetzt immer noch Zeuge sind und dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Klar, 55 ja. StPO, Sie müssten aber eigentlich auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Okay. So, Sie haben uns vor 3 Tagen erzählt, dass Sie den Angeklagten unmittelbar nach dem Schuss auf seine Frau ins Haus rennen gesehen haben. Gibt es dem was hinzuzufügen? Ja, das war gelogen. Sie haben meinen Mann also nicht gesehen? Ich war noch nicht mal da. Das heißt dann ja, dass mein Mann doch unschuldig ist. Ja, das bin ich. Aber wer war das denn dann? Ja, wenn Sie mir erlauben, den Zeugen zu befragen, dann könnte man vielleicht dahinter kommen, oder? Wieso haben Sie gelogen, Herr Graf? Der Kiezpate hat mich unter Druck gesetzt. Also der Rudi Schelling. Der hat gedroht, mich kalt zu machen, wenn ich nicht gegen ihn aussage. Und woher kennen Sie Rudi Schelling? Ich habe mal einen so Malerjob für ihn da in einem seiner Clubs gemacht. Und ja, ich arbeite halt ab und zu jetzt für ihn. Warum war ihm so daran gelegen, dass Sie den Angeklagten belasten? Das will ich verstehen. Ja, um halt von Thorsten abzulenken. Thorsten Maywald. Der hat ja auf die Frau Hartmann geschossen. Und woher wissen Sie das? Das haben die beiden mir halt erzählt. Und was war das Motiv? Sagen Sie mir das auch. Ja. Die Frau Hartmann hat ja gesehen, wie der Thorsten da die Autobombe unter ihrem Auto befestigt hat. Und ich meine, Frau Hartmann hat echt Glück gehabt, weil normalerweise macht der Thorsten keine halben Sachen. Der dachte halt auch, dass die tot ist. Ich habe doch noch nicht mal gewusst, was ich da gesehen habe. Wie hat denn der Thorsten Maywald die Frau Hartmann überhaupt ausfindig gemacht? Das war eigentlich ganz einfach, weil sie war ja mit dem Auto von der Wäscherei unterwegs und da ist so ein fettes Logo an der Seite. Und er ist sie dann hinterhergefahren, hat sie im Vorgarten aufgelauert und dann auf sie geschossen. Gut, dann glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir dem Thorsten Maywald selbst mal auf den Zahn fühlen. Oder hat noch jemand Fragen? Ich habe keine Fragen. Ja, keine Platz, Sie bleiben unvereidigt. Dass da auf Sie noch eine ganze Menge Ärger zukommt, ist Ihnen schon klar, oder? Thorsten Maywald, bitte. Lass dich fair von mir, du Arschloch! So, ich will gar nichts sagen, gar kein Wort! Erst mal solche Ausdrücke und solche Lautstärke will ich hier überhaupt nicht hören. Och, wissen Sie was? Ich brauche Sie gar nicht hier. Ja? Oder? Bevor, Sie nehmen das mal bitte alles so wörtlich zu Protokoll, ja? Was er da gesagt hat. Ja? Das soll sich mit Ihnen jemand anderer beschäftigen, oder? Zum Beispiel ich, wissen Sie? Ja? Ich habe es schon notiert, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung. Das wird im Hinblick auf die anderen Straftaten, hören Sie mal zu, nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Das mag sein, aber ich bin durch und durch Jurist. Sie hören auf, mich hier nachzuäffen. Ich bin durch und durch Jurist. Dass Sie richtig schön dumm gucken werden. Ich lasse Ihnen gar nichts durchgehen. Das verspreche ich Ihnen. Herr Staatsanwalt, ich glaube, ich sage nicht zu viel. Ich sage, das kann er jetzt schon. Sie können sich mal in Haft beruhigen, würde ich mal sagen. Können wir auf den Zeugen verzichten, gerne, oder? Verzicht, vielen Dank. Also nehmen wir so zum Protokoll. Ja, dann würde ich sagen, ab mit dem Herrn in die Zelle. Weiter Zeugen noch zu hören? Keine. Bundeszentralamt ist der Ausdruck des Angeklagten, ist ohne Eintrag. Weitere Erklärungen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Großgericht, Frau Verteidigerin, wenn ich mir die letzten Tage, die ich erlebt habe, vor Augen führe, wenn ich mir diesen Prozess noch mal vergegenwärtige, dann zeigt sich, wie wichtig Zeugenaussagen sein können. Wahre, wahrheitsgemäße Aussagen meine ich natürlich. Es zeigt sich, wie wichtig es ist, dass niemand wegschaut. Wir alle sind verantwortlich für ein friedliches Miteinander. Und das erfordert manchmal großen Mut. Frau Hartmann, den haben Sie bewiesen. Vielen Dank. Bei Ihnen, Herr Vorsitzender, möchte ich mich bedanken. Nochmal ausdrücklich bedanken. Genauso bei meinem Kollegen, dem geschätzten Kollegen Kirkitaze. Ich bin froh, dass wir jetzt an dem Punkt stehen, an dem wir jetzt eben stehen, dass nämlich die ganzen Verbrecher aus der Kiezgang in Haft sitzen, dass sie den Prozess gemacht bekommen. Ich bin froh, dass ich lebe. Und ich bin froh, dass ich heute hier einen Antrag stellen darf. Es ist für mich ganz wichtig, hier stehen zu dürfen. Ich habe das in den letzten Tagen immer wieder in meinem Kopf gehabt, dass ich eben einfach durch und durch Jurist bin, dass ich mit meinen Möglichkeiten diesen Rechtsstaat schützen und stützen möchte. Und dazu gehört auch mein Antrag, den ich jetzt sehr gerne stellen möchte, nämlich den Angeklagten hier wegen erwiesener Unschuld freizusprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ja, wir erleben es oft, dass Zeugen hier Falschaussagen machen und lügen, dass sich die Balken biegen.
Und wir sind auch oft froh, wenn Zeugen hier die Wahrheit sagen, sprich Zivilcourage zeigen. Aber ich glaube, dieser Prozessausgang hat auch ganz klar gezeigt, dass es hier um weitaus mehr als um Zivilcourage geht. Hier geht es ganz einfach um die Verteidigung der Rechtsordnung. Und ich bin froh, dass die Wahrheit heute zutage getreten ist. Sie, Herr Staatsanwalt, waren Opfer einer Verschwörungstheorie von einem rechtmäßig Verurteilten, der sich hier nach seiner Haftentlassung an Ihnen rächen wollte. Ja? Opfer geworden in dieser Kette ist aber auch die Frau meines Mandanten und auch mein Mandant. Er sitzt hier zu Unrecht auf der Anklagebank. Klar, Sie konnten auch nicht anders handeln, Herr Staatsanwalt. Mit dieser gekauften und erpressten Zeugenaussage musste es soweit kommen. Jetzt muss man sich vorstellen, was hat der Zeuge Graf gesagt? Die Frau Hartmann hat Glück gehabt, denn normalerweise macht der Thorsten keine halben Sachen. Glück gehabt hat hier der Herr Staatsanwalt, dass ihm nichts zugestoßen ist, auch mein Mandant, dass er heute freigesprochen werden kann. Und ich kann nur so viel sagen, das Gericht macht keine halben Sachen. Ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Hartmann, Sie können jetzt selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich bin einfach froh, dass die Sache, dass dieser Albtraum vorbei ist. Und dass ich wieder mit Jenny leben kann. Ich liebe dich. Ich dich auch. Gut, dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zu. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Sascha Hartmann wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Da geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgericht Hamburg-Mitte vom 28.09.2012 wird aufgehoben. Ich sehe Aufatmen auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten der Staatsanwaltschaft bzw. des Staatsanwalts als auch auf Seiten der Verteidigung und des Angeklagten. Ich freue mich. Ich freue mich, dass Ihre Unschuld zutage getreten ist. Ich freue mich vor allem auch, dass Thorsten Maywald Sie nicht tödlich getroffen hat. Ja? Das heißt, Sie haben riesen Glück gehabt. Und vielleicht ist es jetzt wirklich Zeit, positiv zu denken. Sie haben bisher immer Pech gehabt, haben Sie selber gesagt. Vielleicht ist das ja der Beginn einer riesengroßen Glückssträhne. Das Wichtigste dazu haben Sie, nämlich wirklich die spürbar riesengroße Liebe zwischen Ihnen beiden. Also klar waren Sie freizusprechen. Ich denke, auf Rechtsmittel kann verzichtet werden, dann ist das Urteil auch rechtskräftig. Ja. Es gibt so Tage, für Sie ist sicher heute einer dieser Tage, da lehnt man sich zurück, da nimmt man den Kopf aus den Akten und denkt nach über das, was hinter einem liegt, vielleicht auch über das, was noch vor einem liegt. Der Anlass dazu, das kann ein Geburtstag sein, ein Dienstjubiläum oder eben auch ein Schicksalsschlag oder so eine ganz gefährliche Situation, die man gerade überstanden hat. So wird es Ihnen heute gehen, aber so geht es auch mir, denn wir haben uns doch sehr, sehr große Sorgen um Sie gemacht. Nun arbeiten wir doch schon sehr, sehr viele Jahre gut zusammen und da geht es auch an uns nicht spurlos vorbei, diese Sorge um Ihre Familie. Ich war lang genug selber Staatsanwalt, um zu wissen, das ist nicht immer ein leichter Beruf. Da ist man Gefahren ausgesetzt, von denen der Normalbürger vielleicht gar nichts weiß. Ist beim Richter auch nicht viel anders. Aber sind wir mal ehrlich, es ist doch ein wirklich schöner Beruf. Und ich finde, das Zweitschönste an diesem Beruf ist, dass wir uns auch durch Drohungen und Repressalien nicht davon abhalten lassen, nach Recht und Gerechtigkeit zu suchen. Und das Schönste daran ist, und das sage ich heute rückblickend auf über 20 Jahre in diesem Beruf und unzählig viele Fälle, das Gefühl, wenn es Menschen wie uns gelingt, das menschliche Gesicht der Justiz zu zeigen. Und damit ist für heute die Hauptverhandlung geschlossen. Sascha Hartmann hat wieder eine Arbeit gefunden und ist dabei, gemeinsam mit seiner Frau Jennifer seine Schulden abzuzahlen. Die beiden sind in eine kleine Wohnung gezogen. Rudi Schelling wurde wegen Anstiftung zum versuchten Mord, zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, zur Brandstiftung und zur falschen Verdächtigung sowie wegen Nötigung und jeweils gemeinschaftlich begangener Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Thorsten Maywald wurde wegen versuchten Mordes, Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Brandstiftung sowie jeweils gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Marcel Schubert wurde wegen gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung sowie wegen unerlaubten Führens einer Schusswaffe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Benjamin Graf wurde wegen falscher Verdächtigung und Strafvereitelung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt.